Ich erinnere mich. Die dunklen Wälder, die Masken auf den Hängen düsterer Hügel. Die grauen Wolken ew'ger Bogen, Bleiern. Die trüben Ströme, lautlos dahinfließend. Und des einsamen Windes Flüstern in den Pässen. Aussicht über Aussicht, Hügel über Hügel, Hang über Hang, allsamt im Dunkel mürrischer Bäume lag unser karges Land. So stieg ein Mann auf zum kantgen Gipfel, spähend, sein Aug im Schatten, sah jene endlose Aussicht, Hügel über Hügel, Hang über Hang, allsamt im Dunkel, wie seine Brüder. Ein düstres Land war es, das zu halten schien einen jeden Wind, eine jede Wolke und einen jeden Traum, der die Sonne scheut. Kahles Geäst, raschelnd im einsamen Wind und über allem brütend dunkler Wald. Kaum erhellt von einer seltenen Sonne blassem Licht, welche zu gedrungenen Schatten formt einen jeden Mann. Genannt Kimmeria, Land des Dunkels, der tiefen Nacht. So lange ist es her, so weit ist es entfernt, dass ich selbst vergaß jenen Namen, der mir ward gegeben. Die Axt und der Speer mit der steinernen Spitze, traumgleich wie Jagd und Krieg, ein Schatten nur. Ich erinnere mich der Stille dieses finsteren Landes, der Wolken, auf immer über Bergen aufgetürmt, des Dämmerlichts in den unendlichen Wäldern. Kimmerien, Land des Dunkels, der tiefen Nacht. O du Seele mein, geboren aus den Schattenbergen, o Wolken und Winde und Geister, die ihr meidet die Sonne, wie viele Tode mögen endlich genügen, um zu brechen jenes Erbe, welches mich hüllt in das graue Gewand der Geister. In meinem Herzen suche ich und finde Kimmerien, Land des Dunkels, der tiefen Nacht. Das war wunderbar, Fremder. Ein wenig finster womöglich, aber doch ganz wunderbar. Du hast dir deinen Wein wahrlich verdient. Wirt, guter Mann, bring unserem Dichter hier doch bitte noch einen Kelch Wein. Ja, mir auch. Herr, so gütig. Aber ich bin kein Dichter. Nun, was seid ihr denn? Ich bin ein Abenteurer. Ja, und ein Chronist. Gut, ein Kelch für den Abenteurer. Hier. Hab Dank. Hättet ihr vielleicht die Güte und... Natürlich. Ich hoffe nur, ihr könnt euch auch selbst einen Kelch leisten. Nun, da liegt das Problem. Mein guter Freund, auf den ich hier warte, nun, er hat all mein Geld bei sich. Weshalb hat euer Freund euer Geld? Er sieht zu, dass es nicht verloren geht. Dass kein Mensch in böswilliger Absicht sich seiner bemächtigt. Könnt ihr vielleicht nicht selbst auf euer Hab und Gut aufpassen? Wieso? Seht, wenn ihr einen Stuhl wollt, zu wem geht ihr dann? Einem Tischler, nicht wahr? Mhm. Wenn ihr eure Pferde beschlagen lassen wollt, ihr beschlagt ihr doch eure Pferde, oder? Nun, dann geht ihr zu einem Hufschmied. Da hat er recht. Und wenn ihr eurer Liebsten ein Schmuckstück kaufen wollt, geht ihr wohl zu einem Gemmenschneider oder so etwas. Wenn ich also... Ja, ja. Ach. Habt ihr jetzt die Münzen für den Wein oder nicht? Ja, schon. Nur eben nicht hier. Dann werdet ihr wohl durstig warten müssen. Oh. Wartet. Ein Chronist ist doch so etwas wie ein Geschichtenerzähler. Wenn ihr so wollt. Ja, das kann man vielleicht so sagen. Dann erzählt noch eine Geschichte. Und ich kümmere mich weiter um den Wein. Das klingt wie ein gerechter Handel in meinen Ohren. Wollen wir ihm denn nicht gleich einen Krug hinstellen? Dann kann er uns eine längere Geschichte erzählen. Eines seiner Abenteuer. Ja, wunderbar.
Wirt, ihr habt's gehört. Und vergesst mich nicht. Seid so gut. Wie ihr meint. Ein Krug? Da muss ich nicht lange überlegen. Eine Geschichte mit einer Kruglänge. Aber ich möchte euch mit keinem meiner bescheidenen Abenteuer langweilen. Lieber will ich euch eine Geschichte meines Freundes und Kameraden erzählen, die er einst erlebte. Claudio Volino und Hörspielprojekt präsentieren Conan, Episode 1, Ymirs Tochter. Frei nach der Erzählung von Robert E. Harwood. Blasse, verschleierte Sonne des Nordens schien herab, wo noch vor wenigen Augenblicken eine Schlacht Mann und Land verwüstet hatte. Doch das Klirren der Schwerter und Rüstungen war verklungen. Das Schlachtgebrüll verstummt. Stumm lagen sie da, im rotgefleckten Schnee und auf der spiegelnden Weite aus Eis. Rotbärtige Krieger, goldbärtige Krieger. Die Sonne spiegelte sich in ihrem zerbrochenen Stahl, während sie mit aufgerissenen Augen und Mündern himmelwärts starrten. Gerade so, als wollten sie ein letztes Gebet zu Ymir hinaufsenden. Ymir, der Eisriese, der Gott, der Krieger. In all dieser eisigen Trostlosigkeit, in der die Männer wie hastig hingeworfenes Spielzeug umherlagen, standen zwei Männer und starrten sich an. Beide groß und muskulös wie Tiger. Einer schwarzhaarig und bartlos, der andere mit Bart und Locken in der Farbe von loderndem Feuer. Über ihnen der Frosthimmel und unter ihnen der rote Schnee. Von Kopf bis Fuß mit Blut besudelt, die Schilder längst verloren und die Harnische verbeult, stapften sie wie grimmige Wintergeister zwischen den Toten umher. Mann, junger Krieger, sagt mir euren Namen, auf dass meine Brüder in Vanaheim wissen, wer von Wulfers Leuten als letzter durch das Schwert des Heimdall gefallen ist. Nein, nicht in Vanaheim, sondern in Valhalla. Wirst du deinen Brüdern davon erzählen, dass du mich getroffen hast? Conan, den Chimeria! Wieder erklang der scharfe Klang von Stahl über dem eisigen Land. Wie die Kriegsgötter selbst fielen die beiden übereinander her. Ich bin es meinen Brüdern schuldig, deine Knochen über dieses Land zu verteilen. Den Anblick, den die Götter genießen. Zwei Krieger und um sie herum der Tod. Bist du Krieger oder Dichter? Das Lied der Schlacht singen unsere Schwerter. Mögen sich die Götter daran erfreuen. Ah!
Fast hätte ihn das Schwert des Rothaarigen den Schädel gespalten. Doch sein Helm nahm das Opfer auf sich und zerbarst dabei wie blaues Feuer in unzählige Stücke. Rote Sterne tanzten vor Conans Augen, als er Heimduls Stimme wie aus weiter Ferne vernahm. Nun, mein lieber Freund, lass mich dich zu den Ahnen senden. Heimdul holte bereits aus, um Conans Kopf vom Leib zu trennen, als der sich aufraffte und in einer einzigen Bewegung sein Schwert durch die Bronzeschuppen von Heimduls Rüstung, durch Fleisch, Knochen und das Herz des stolzen Kriegers stieß. Dieser sackte vor Conan zusammen. Mit ratlosem Blick zunächst. Doch schließlich lächelnd. Seine Einkehr nach Vanaheim erwartend. Conan ließ sein Schwert sinken. Das blendende Weiß von Eis und Schnee fühlte sich an wie Messer, die durch seine Augen schnitten. So schritt er vor Erschöpfung schwankend, fast wie ein Blinder über die Massen der Krieger, die sich bereits der Umarmung des Todes hingegeben hatten. Der Himmel schien über ihm zu schrumpfen und in wunderlicher Art zerrissen. Abseits des Schlachtfelds, inmitten unberührten Schnees, verdunkelten sich seine Sinne weiter. Das blendende Licht wurde dumpf und matt, und er sank hinab auf seine Knie. Auf sein Schwert gestützt, versuchte er die nahende Finsternis abzuschütteln. Dann vernahm er etwas. Die Überraschung klärte seinen Blick. Doch als er aufsah, wirkte seine Umgebung fremdartig und ungewohnt. Der Himmel und die Erde seltsam verfärbt. Und vor ihm, ja, und vor ihm stand wie ein Schößling sich im Winde wiegend, eine Frau. Nackt wie der reinste Tag, weißer als der Schnee unter ihren Füßen und nur umhüllt von einem zarten Gespinst stand sie da. Wer seid ihr? Und woher kommt ihr? Ist das denn von Belang? Nun, ruft eure Männer herbei. Meine Kraft mag mich wohl verlassen haben. Aber lebend werden sie mich nicht in ihre Hände bekommen. Ich sehe, ihr seid eine der Vanir. Habe ich das denn gesagt? Er besah sie sich nun genauer. Die wirren Locken von undefinierter Farbe. Wie Elfengold. Die Augen. Waren sie blau oder grau? Oder doch beides? Ein tanzender Lichterreigen ging von ihr aus und verzauberte ihn regelrecht. Vom Lächeln ihrer vollen roten Lippen bis hinab zu ihren schlanken Füßen schien ihm ihr Körper wie aus glänzendem Elfenbein. Der Traum eines Gottes. Conans Blut hämmerte in seinen Schläfen. Ich kann's nicht sagen. Was sprecht ihr? Ich verstehe euch so schlecht. Seid ihr aus Vanaheim? Und daher mein Feind? Oder seid ihr aus Valhalla? Und daher mein Freund. Wohlgesonnen. Ich kann's nicht sagen. Ich bin weit herumgestreift, aber eine Frau wie euch habe ich noch nicht gesehen. Es blendet mich mit seinem merkwürdigen Glanz. Brennendes Gold? Glühendes Silber? Was? Noch nie habe ich so ein Haar gesehen. Nicht einmal unter den schönsten Töchtern der Aesir.
Bei Ymir. Wer? Ja, wer bist du, dass du Ymir anrufst? Was weißt du schon über die Götter von Eis und Schnee? Du, der du aus dem Süden kommst, für Abenteuer in der Fremde. Bei dem dunklen Gott meines Volkes, meines Blutes. Auch wenn ich keiner dieser goldhaarigen Äsir sein mag, so konnte es doch keiner im Schwertkampf mit mir aufnehmen. Keiner! Viele Dutzend Männer habe ich heute fallen sehen, als Wulfers Plünderer auf Brages Wölfe gestoßen sind. Und nur ich alleine habe überlebt. Ich allein. Sagt mir, Weib, habt ihr das Aufblitzen der Rüstung in der Schneeebene gesehen? Oder die Schreie der Krieger auf dem weiten Eis gehört? Ich habe das Frostglitzern gesehen. Und gehört habe ich das Flüstern des Windes über dem ewigen Schnee. Njord hätte mit seinen Kriegern noch vor dem Kampf zu uns stoßen sollen. Sie sind wohl einem Hinterhalt zum Opfer gefallen, befürchte ich. Nun, Ulfhere und seine Männer liegen alle tot im Schnee. Der Krieg hat uns weit hinausgetragen. Fern der Menschen. Nie hätte ich gedacht, dass es hier draußen irgendwelche Siedlungen gibt. Doch von weit her könnt ihr nicht gekommen sein. Über diesen Schnee. Nackt wie ihr seid. Bringt mich zu eurem Stamm, wenn ihr eine der Äsir seid. Ich bin müde und wund von der Schlacht. Meine Heimstatt ist weiter, als du zu gehen vermagst, Conan der Kimmeria. Und mit diesen Worten wiegte sie sich im Wind, neigte aufreizend ihren Blick. Dann drehte sie sich wie eine Tänzerin herum und rief während des Laufens: Bin ich denn nicht schön, oh Mensch? Wie der Morgen, nackt und glänzend auf unberührtem Schnee. Und Conans Blick folgte ihr wie der eines hungrigen Wolfes. Müdigkeit und Schwäche schwanden, ob des Verlangens nach diesem bezaubernden Geschöpf. Mit jedem Blick, den sie ihm über die Schulter zuwarf, mit jedem Satz, den sie ihm zurief, wuchs seine quälende Leidenschaft in ihm. Warum folgst du mir dann nicht? Was bist du für ein starker Krieger, wenn du dich vor mir in den Schnee wirfst? Na? Conan mit den schwarzen Haaren. Du kannst mir nicht folgen, wohin ich gehe. Bei Krom. Vergessen war die Schlacht. Vergessen die toten Krieger in ihrem Blut. Vergessen auch Njord, der nicht zum Kampf erschienen war. Er lief so schnell es möglich war, seinen Arm ausgestreckt, seine Finger ihr hinterher. Ihr, die mehr zu schweben denn zu laufen schien. Ihr hinterher, der schlanken weißen Figur, die vor ihm durch die eisige Nacht huschte. Das Schlachtfeld lag bereits weit hinter ihm, als ihn seine Jagd weiter und immer weiter über die blendend weißen Schneefelder führte. Pelz und Rüstung konnten ihm nicht den beißenden Frost vom Leib halten. Immer wieder brach er durch die eisigen Krusten auf dem Schnee, immer tiefer hinein in die Kälte. Stärke und Sturheit waren es, die ihn durchhalten ließen, während sie sich, wie er immer wieder vor sich erkennen konnte, über den Schnee bewegte, als würde sie durch einen Garten voller Rosen und Palmen tanzen. So lief sie dahin, und er folgte ihr. Während der Schweiß gefror, kam zu seiner feurigen Leidenschaft nur noch eine Wut, die seine Zähne knirschen ließ. Verflucht,
sei die Kälte und alle Feuer, alle Höllen, mögen sie in das Reich des Vergessens trampeln. Lauf! Lauf nur weiter! Du kannst mir nicht davonlaufen. Führe mich in eine Falle und ich werde die Schädel deiner Leute zu deinen Füßen aufhäufen. Verstecke dich vor mir und ich werde Berge zerreißen, um dich zu bekommen. Ich folge dir bis in die verfluchte Hölle. Hörst du mich? Weiter und immer weiter führte sie ihn. Seine Wut trieb ihn hinterher. Schaum auf den Lippen folgte er ihr aus den schneebedeckten Ebenen in ein Land voll frostbedeckter Felsen und Hügel, hinter denen sich weit im Norden ein Gebirge erhob, dessen scharfe Flanken fast schon blau leuchteten vom ewigen Eis, das sie bedeckte. Über ihm schimmerten in langsamem Farbenspiel die Lichter des Nordhimmels. Wie Fächer schoben sich blaue, rote, grüne und andersartige Farbtücher glühend flackernd über das Firmament. Und die Welt um ihn herum tanzte in einem unwirklichen Spiel aus Licht und Schatten. Und vor ihm, mitten darin, der weiße Körper, stets knapp entwischend. Du! Die Welt um ihn herum verwandelte sich in ein bunt schillerndes, eisiges Zauberreich, einen Irrgarten. Doch das interessierte ihn nicht. Grimmig stapfte er voran. Im leuchtenden Himmel über ihm schienen sich Risse zu bilden. Doch auch das interessierte ihn nicht. Und auch die beiden riesigen Gestalten, die plötzlich vor ihm aufragten, kümmerten ihn nur wenig. Brüder! Rief die weibliche Gestalt den beiden Riesen zu. Raureif glitzerte wie Kristalle auf ihrer schuppigen Rüstung und zerstob zu einem funkelnden Nebel, als sie sich auf den Rufen rührten. Seht her, seht, wer mir folgt. Einen Mann habe ich euch gebracht, ihn zu töten. Schneidet ihm das Herz heraus, auf das wir es noch dampfend unserem Vater als Geschenk auftischen können. Gigantische, eisüberzogene Schneide der Axt, die sich zu ihm herabbewegte, blendete ihn fast mit ihrem frostigen Glanz. Doch er drehte sich weg, hob das Schwert und wirbelte es mit einer barbarischen Wut herum und durchschlug ihn mit einem einzigen Hieb die Hüfte. Doch sogleich wurde er von einem Schlag des zweiten Riesen in den Schnee gefegt. Lediglich seiner Rüstung hatte er es zu verdanken, dass er von diesem Schlag nicht endgültig niedergestreckt wurde. Die getroffene Schulter taub, der Kopf surrend. So erblickte er über sich seinen Gegner. Wie ein aus dem Eis gehauenes Monument stand er gegen den kaltglühenden Himmel. Der Blick des Giganten war kurz auf seinen gefallenen Bruder gerichtet gewesen. Doch durchbohrte er nun wieder Conan mit zornigen Augen, während seine Axt bereits wieder auf ihn niederrauschte. Conan rollte sich zur Seite und die Axt stieß in den Schnee und tief in den vereisten Boden darunter. Endgültig in eine Raserei verfallen, sprang er sodann auf den Kopf des toten Riesen, von dort auf die Hand des anderen, die immer noch zornig versuchte, die Axt aus dem Boden zu ziehen. Blickte ihm in dieser Bewegung tief in die eisblauen Augen, während sein Schwert sich seinen Weg bahnte. Conan war wieder auf dem Boden, noch bevor neben ihm der Riese langsam in den Schnee sank. Der Schnee wurde dunkel, als das Blut aus dem halb durchtrennten Hals des Riesen sprudelte.
Seine Raserei ließ seine Hände zittern, die immer noch das Schwert umklammert hielten, von dem das Riesenblut heruntertropfte. Als er sich schnell herumdrehte, erblickte er die Frauengestalt. Jeder Spott war aus ihrem Blick gewichen. Die Augen waren nur noch weit aufgerissen. In blankem Entsetzen. Ruf den Rest deiner Brüder! Ruf sie! Ich werde ihre Herzen an die Wölfe verfüttern. Und du kannst mir nicht entfliehen! Sie floh. Nicht länger spottete sie über ihn oder lachte aufreizend über die Schulter. Nein, um ihr Leben rannte sie. Wieder jagte Conan ihr hinterher. Und wieder verwandelte sich die Welt in ein Trugbild, in dem sie mal wie ein kleines Kind oder eine weiße Flamme über den Schnee huschte. Dann war sie nicht mehr als ein verschwommener Fleck in der Ferne, nur um sogleich wieder 100 Schritte vor ihm aufzutauchen, so deutlich wie der Geschmack des Blutes in seinem Mund. Getrieben von Zorn und Leidenschaft trieb es ihn über den kargen, gefrorenen Boden. Mit seiner grimmigen, barbarischen Ausdauer lief und sprang er über Fels und Eis, bis er immer näher kam. Er konnte bereits ihre goldenen Locken herumwirbeln sehen und ihren schnellen Atem hören. Fast hatte er sie. Da warf sie sich herum, die Arme ausgestreckt, um ihn fernzuhalten. Er ließ sein Schwert fallen und packte ihre Arme. Zorn und Erschöpfung und der sich windende Körper in seinen Händen ließen ihn fast in einen blinden Wahnsinn verfallen. Während ihr goldenes Haar in sein Gesicht peitschte, gruben sich seine Finger immer tiefer in das weiche Fleisch. Und dieses Fleisch war so kalt, als wäre es keine Frau aus Fleisch und Blut, die er da festhielt, sondern ein Geschöpf aus flammendem Eis. Du bist kalt wie der Schnee. Ja. Lass mich dich mit dem Feuer, das meinem Blut innewohnt, wärmen. Sie konnte sich aus seiner Umarmung losreißen. Conan hielt nur noch den silbrig glänzenden Schleier, der sie bedeckt hatte, in seiner Hand. Und er war überwältigt von ihrem Anblick. Wie sie dastand, nackt vor dem Schnee. Ihre weiße Brust hob und senkte sich schnell. Und ihre schönen Augen waren angsterfüllt aufgerissen und blitzten ihn an. Dann und nie würde er dies vergessen können. Einen Augenblick später warf sie ihre Arme empor hin zu einem glühenden Himmel und rief: Emir! Oh, mein Vater! Rette mich! Gerade wollte er noch einen Schritt vorwärts tun, um sie zu packen. Da zerbrach das Himmelszelt über ihnen und ging in blauen Flammen auf, während der Lärm von tausend Schlachten herniederfiel. Er konnte noch die Frau, Ymirs Tochter, erkennen, wie sie im gleißenden Blitz einer kalten blauen Flamme verschwand. Er musste die Augen bedecken, aber auch der Lärm war unerträglich. Er taumelte. Erde, Berge, Felsen, Luft und einfach alles um ihn herum schien noch einmal aufzuschreien und der Himmel explodierte in einem verrückten Hexenlicht. Dann verschwand all dieser Irrsinn im Echo seiner selbst und nur noch der nackte Schnee unter seinen Füßen und die spöttisch tanzenden Lichter des Nordens über ihm blieben zurück. Conans Sinne schwanden und wieder begann sich die Welt zu drehen wie ein riesiges Rad und Sterne und Feuerbälle schwirrten herum und platzten vor seinen Augen. Dann wurde es schwarz um ihn herum. Aufsteigend aus einem kalten, dunklen Universum, dessen Sonne schon vor Äonen erloschen war, spürte Conan etwas. Fremdartig und ungeahnt. Ein Beben schüttelte ihn hin und her. Er kommt zu. Schnell! Soll er jemals wieder mit uns das Schwert schwingen können, müssen wir den Frost aus seinen Gliedern reiben. Gleichzeitig fühlte er, wie etwas seine Arme und Hände wundrieb. Wut und Schmerz stiegen auf. Sein Schwert. Wo war sein Schwert? Er kann seine linke Hand nicht öffnen.
Er hat sie um irgendetwas geballt. Die Schwärze war gewichen. Und vor seinen Augen sah er nun goldbärtige Gesichter, die sich verwundert über ihn beugten. Conan, du lebst. Du verrückter, hässlicher Barbar. Ja, Rekrom. Njord, bin ich lebendig? Oder sind wir alle tot und in Valhalla? Wir leben. Wir mussten uns durch einen Hinterhalt kämpfen, sonst wären wir vor der Schlacht zu euch gestoßen. Doch die Leichen auf dem Schlachtfeld waren bereits kalt und steif, als wir dann ankamen. Wir konnten dich nicht unter ihnen finden, also sahen wir uns nach Spuren um. So haben wir dich dann irgendwann auch gefunden, hä? In Ymirs Namen, Conan. Was hat dich dazu bewegt, dich so tief in die weite Ödnis des Nordens zu schleppen? Fast einen ganzen Tag haben wir deine Spuren verfolgt. Wäre ein Schneesturm aufgezogen und hätte sie verweht, hätten wir dich niemals finden können. Bei Ymir, verflucht noch. Lug nicht so viel in Ymirs Namen. Dies ist sein Land. Ach. Und den alten Legenden nach haust er dort. Dort, in diesen Gipfeln. Ich habe eine Frau gesehen. Wir trafen in den Ebenen auf Brages Meute. Ich weiß nicht, wie lange wir kämpften. Aber zuletzt stand nur noch ich auf meinen Beinen. Erschöpfung und Schwindel überkamen mich. Und das Land lag wie ein Traum vor mir. Erst jetzt erscheint mir alles natürlich und vertraut. Die Frau kam zu mir. Sie lockte mich. Ja. Schön wie eine gefrorene Flamme aus der Hölle. Seltsamer Wahnsinn überkam mich bei ihrem Anblick. Und der Rest der Welt war vergessen. Ich folgte ihr. Habt ihr ihre Spuren nicht gesehen? Nein, da war nichts. Oder die Riesen in ihren Eisrüstungen, die ich erschlug? Nein, nur deine Spuren im Schnee, Conan. So mag mich denn der Wahnsinn erfasst haben. Ich schwöre euch, ihr hier vor mir, mit euren Bärten, euren Pelzen und euren Schwertern. Klar und deutlich. Doch sie war nicht weniger wirklich, wie sie so nackt vor mir durch den Schnee lief. Auch wenn sie letztlich vor meinen Augen in einem eisigen Feuer verschwand. Er spricht im Fieberwahn. Nein, das tut er nicht. Er spricht von Atali, der Tochter von Ymir, dem Eisriesen. Sie kommt zu den Feldern, auf denen der Tod umgeht, und zeigt sich den Sterbenden. Ich selbst habe sie als Junge gesehen, als ich halb tot in den blutigen Ebenen der Schlacht von Wohlraven lag. Sie wanderte dort zwischen den Toten umher, ihr nackter Körper wie glühendes Elfenbein, und ihr goldenes Haar glänzte unerträglich. Ich lag da und heulte wie ein Köter, weil ich ihr nicht hinterherkriechen konnte. Sie lockt die Überlebenden einer Schlacht in die frostige Ödnis, um sie dort von ihren Brüdern erschlagen zu lassen. Die dampfenden Herzen der so Niedergestreckten werden als Geschenk zu Ymirs Füßen abgelegt. Ja, das hat der Kymeria gesehen. Er hat Atali gesehen, die Tochter des Eisriesen. Bah, der Verstand des alten Gorm wurde in seinen jungen Jahren von der Klinge eines Schwertes berührt. Stücke seines Helmes hängen immer noch in seinen schwarzen Haaren.
Der Chimerier muss einen ganz schönen Schlag auf den Kopf verpasst bekommen haben. Ein Trugbild. Die weite Ödnis im Norden kann so etwas mit einem Mann machen. Und erst aus dem Süden. Ja, was will er schon von Atali wissen? Wer weiß. Vielleicht habt ihr recht. All das ist einfach zu sonderbar. Und so ritten sie still voran, jeder seinen Gedanken nachhängend, das nächste Abenteuer vor Augen. Dann fiel Conans Blick auf seine linke Hand. Immer noch fest verschlossen lag sie in seinem Schoß. Langsam öffnete er sie. Den anderen fehlten die Worte, als er sie anhob und sie sahen, was er die ganze Zeit so festgehalten hatte. Ein silbrig glänzender Schleier. Ja, ja doch. Dieser Krug Wein war mir doch wahrlich gut angelegt, sage ich. Da habt ihr recht. Wie durstig seid ihr denn? Kennt ihr noch andere Geschichten? Geschichten kenne ich viele. Zu viele für eine einzige Nacht. Ja, nun durstig bin ich eigentlich immer. Nun, dann bringt noch einen Krug. Nur so fürchte ich, habe ich keine Zeit mehr für... Ah! Seid gegrüßt. Finde ich unter euch vielleicht einen gewissen Rakum? Den Dichter? Oh. Wer will das wissen? Ein Bote. Ich bin nur ein Bote. Ich bin Rakum, der Dichter. Und Abenteurer. Was für eine Botschaft bringt ihr mir zu solch später Stunde? Euer Freund lässt euch ausrichten, dass er in Eile aufbrechen musste. Und er euch deshalb euren Anteil nicht da selbst überbringen kann. Was? Aber als ein Mann, der zu seinem Worte steht, bat er mich, euch eure Münzen zu bringen. Hier. Oh, gut. Also, das ist doch nicht alles. Er sagte mir, den Rest würdet ihr bekommen, wenn sich eure Wege hier wieder kreuzen. Und so will ich dann auch wieder gehen. Nicht so schnell. Wann soll das sein? Hat er mir nicht gesagt. Wie? Also... Oh. Wenn ihr ein Weilchen hier warten wollt, also ich könnte eine helfende Hand gebrauchen. Und abends unterhaltet ihr mir die Gäste mit euren Geschichten. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht rechtes. Bis zum nächsten Vollmond könnt ihr es ja versuchen. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. In der Fremde allein. Wie ein echter Abenteurer also. Ihr habt wohl recht. Heute führt mich mein Weg jedenfalls nur noch auf ein Schlaflager. Oh. Kommt, ich zeige euch, wo ihr schlafen könnt. Und die anderen kennt ja den Weg hinaus. Gute Nacht. Was können wir denn morgen von euch hören, Rakun? Nun lass doch. Nein, ist schon gut. Also, ihr werdet es vielleicht nicht glauben, aber... Habt ihr vielleicht schon einmal vom Elefantenturm in Arinjun gehört? Sie hörten Conan, Episode 1. Ymirs Tochter. Frei nach der Erzählung von Robert E. Howard. In den Rollen Thomas Söcker als Conan, Marvin Kopp als Rakum, Alexandra Begau als Atali, Arne Dewald als Heimdul, Jan Abraham als Njol, Chris Benak als Horsa, Sascha Kubat als Az, Werner Wülkening als Gorn, Michael Piotrowski als Wirt, Michael Malewski als Zuhörer 1, Tina Wolf als Zuhörer 2, Janine Lange als Bote, sowie Credits V.
von Volkers Stimme. Skript, Regie und Dialogschnitt Claudio Volino. Produktion, Musik und Sounddesign Markus Hildebrand. Lektorat Marek Schädel. Dieses Hörspiel entstand unter Mitwirkung der Community von hörtalk.de und steht unter der Creative Commons Lizenz 4.0 für nicht kommerzielle Verwendung.